Mahlzeit, der Micha hier. Es gibt mal wieder Neuigkeiten für die PSVR 2 und die schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Es ist gerade verdächtig still auf der PSVR 2, hier habe ich aber zwei Kleinigkeiten, die für den einen oder anderen bestimmt interessant sind. In Sushi Ben müssen Spieler eine Sushi-Bar vor dem Untergang bewahren, während eine Gruppe von Immobilienentwicklern versucht, eine kleine Stadt aufzukaufen. Ihr werdet den Stadtbewohnern bei verschiedenen Aktivitäten helfen und Aufgaben lösen, um die Geschäfte ans Laufen zu bringen. Wie man erwarten würde, ist Sushi Ben in erster Linie ein Anglerspiel. Während ihr eure Beziehung mit den Dorfbewohnern entwickelt und Aufgaben löst, könnt ihr nach den spezifischen Typen von Fischen angeln, die einzelne Kunden wollen, damit ihr sie überzeugen könnt, in euer Restaurant zu kommen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Die Dorfbewohner haben einzigartige Wünsche. Das bringt eine Vielzahl von Minigames mit sich. Tischtennis, Bildhauen, Bogenschießen, Gassi gehen und so weiter. Release von dem Spiel ist am 28.05., also ist nicht mehr weit weg und ihr könnt das jetzt schon auf die Wunschliste setzen. Taskmaster ist eigentlich eine TV-Show mit Greg Davies und das kommt aber jetzt in die virtuelle Realität und ihr könnt ein Kandidat sein oder versuchen, selber als Taskmaster Aufgaben zu erstellen. Öffnet die Aufgabe, erfüllt sie, unterwerft euch dem Urteil des Taskmasters und werdet zum Gewinner gekrönt. Taskmaster VR bringt die ganze Spontanität der internationalen TV-Comedy-Sensation in die virtuelle Realität und bietet vollständig vertonte Auftritte von The Taskmaster selbst, Greg Davies und seinem Assistenten Alex Horn. Erweitert werden kann das Spiel im Kreativmodus mit Hunderten von Gegenständen und Orten aus der TV-Serie, die ihr erkunden könnt. Baut, zerstört, hebt auf, stoßt, werft, balanciert und tut, was immer ihr tun wollt, während ihr der Assistent des Taskmasters werdet. Das Spiel kommt auf Steam und für die Quest am 13. Juni. Auch ein Release für die PSVR 2 ist vorgesehen. Da gibt es aber leider noch kein finales Datum. Tja, das wären erstmal alle Neuigkeiten, die ich habe. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in VR. Macht's gut.